Hallo und herzlich willkommen zurück zu Abandoned Ship. Letztes Mal sind wir nur knapp dem Kraken entkommen und unser Schiff besteht nur noch aus einem schwimmenden Bretterhaufen. Jetzt wird es mal an der Zeit, einen Hafen zu finden. Und ich will doch mal hoffen, dass wir das relativ fix schaffen werden und nicht vorher noch in irgendeinen Kampf geraten. Das wäre jetzt nicht wirklich so clever. Oder besser gesagt, das wäre wohl ziemlich doof. Da oben haben wir ein Event. Ich lasse jetzt mal die Events hier links liegen und konzentriere mich erstmal darauf, den Hafen zu finden, damit wir unser Schiff reparieren können. Es wird langsam Zeit, wenn ihr euch die Energieleiste unten links anschaut. Na komm schon. Lass mich raten, der Hafen, die Insel mit dem Hafen befindet sich irgendwo in der Mitte. Wir sollen den nächsten, nahegelegensten Hafen finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Ah, vielleicht hätte ich mich erstmal mittig halten sollen. Vermutlich. Und dann machen wir das jetzt mal hier kreuz und quer so ein bisschen. Und segeln etwas vor uns hin. Das sieht doch nach einer... Nee, da ist leider nichts. Ah, da ist auch nichts weiter. Schade. Wo ist denn der olle Hafen? Ah. Was ist denn das? Will ich da schon hin? Ich glaube ja eher nicht. Sieht für mich jetzt nicht nach einem Hafen aus. Komm, wir decken erstmal hier den ganzen anderen Kram auf und dann schauen wir mal. Scheinbar müssen wir doch da oben hin, oder? Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keinen Hafen. Eisenhafen, wunderbar. Geht doch. Es geht doch. Once the ship is docked, the crew are seemingly reluctant to part ways. After all, they would all still be prisoners of the cultists or worse without you. You'd suggest a farewell drink in the nearest tavern. The first round is solemn, each unable to stop dwelling on their own morbid thoughts. Ja, noch eine Runde. The drinks flow and the tension eases. Another empty tankard is banked on the table. The crew make life pledges to you. You manage to secure a cheap room with plenty of beds upstairs. Once you've slept it off, you can all part ways. Your head aches more than it should and unease creeps through your body. Heavy meat is a different story to ceremonial wine. Noch eine Runde. Ich glaube, ich gehe da mal lieber ins Bett. Tentacles grasping from every angle, no escape. They predict your every movement, attracted unerringly to you like a compass to polar north. Wrapping slowly around you, they pull you inexorably down, 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 deeper and deeper. Ja, Tentakel greifen nach uns. Auf so einen Traum kann ich ganz ehrlich verzichten. You jolt away, clammy, head pounding, the rum, surely. Yet it feels more familiar than that, more insidious. Something within you cries out, and then so do you, an inchoate scream. The crew stare from the beds just as the door flies off its hinges. Two shadowed forms crossing the threshold. Zu den Waffen! Luckily, none of your crew were hurt. The pain in your head subsides. The two corpses are Helifron, a nightmarish conjoining of man and sea creature. Superstitious folk tales made real. You've seen them before, but the crew clearly never imagined they would. Downstairs, the innkeeper is dead. The first hint of dawn looms up on the horizon.
Slip warily through the streets back to the ship. Na, das war ja eine raue Nacht. In your cabin, angry discussion rages about the Helifron while you sit silent in contemplation. You know in your heart of hearts that hiding is pointless. Land offers no haven. The cult will not rest until they have you and all free men under their yoke. Ja, wir werden nicht frei sein. Sie werden uns weiterhin verfolgen, diese verdammten Kultisten. This is a problem only solved by short steel and willing hearts. Your best and only chance is to strike a crippling blow to the cult. Kill the Kraken. Ja, den Kraken töten. Dann können wir die Kultisten ausmerzen. Ja, dafür brauchen wir aber, glaube ich, ein anderes Schiff und eine andere Besatzung. The crew stop and listen intently when you speak up. You explain that the Helifron have always been out there, unseen and preying on those who stray too close to the water alone at night. You tell them of your headaches and how you feel there is some connection between those creatures, the Kraken and yourself. Ja, wir haben ja ein paar Albträume, Kopfschmerzen und diese Träume von dem Kraken, dass es da irgendwie eine Verbindung geben mag. Erzählen wir unserer Crew. Und wir sagen ihnen jetzt, dass wir vorhaben zu kämpfen. Your plan to go on the offensive to cut the head of the sea snake is met with a mixture of admiration and amusement. They are not the heroes of old hunting mythological sea monsters. You cannot force them to join you on what may be a suicide mission and despite their regret, they leave. Das ist schon irgendwie ein bisschen blöd. It is just you now. Jetzt sind wir nur noch ganz alleine da. Die haben sich alle verzogen. You have little time to prepare for your mission. Your first step is to visit the shipwright before recruiting some more crew. Perhaps coin will buy greater your Loyalty. Ah, vielleicht können wir noch ein bisschen Crew anwerben. Oh, und hier haben wir schon unseren Ausrüstungsbildschirm oder was wir hier machen können. The shops are where you can purchase new weapons, upgrades, obtain supplies, repair your ship. Ja, Shop halt, können wir neue Waffen kaufen, Upgrades, Supplies unter Versorgung. Schiff können wir reparieren. Oder wir können Neues kaufen. Unser Gold und unsere Supplies befinden sich hier oben. Hier die Hülle können wir hier unten reparieren. Und sie kann nur im Hafen repariert werden. Oh, und dieses Mal wurde unsere Hülle kostenlos repariert. Das ist doch mal eine Ansage. Purchasing weapons. To buy weapons and upgrades. You drag them onto the correct slot to your ship. Ja, dann können wir hier Waffen kaufen und wir müssen sie dann auf den entsprechenden Punkt oder ja, auf den Punkt auf das Schiff ziehen. Da auf den Ausrüstungsplatz, besser gesagt. Purchase the mortar by left click, drag it onto the empty slot on your ship. When it is over the correct slot, release the mouse button to buy the weapon. Releasing the left mouse button before it reaches the empty slot will cancel the purchase. Okay, wir können jetzt also hier draufklicken, das hier runterziehen und wenn wir das hier draufziehen, dann wird es gekauft. Lassen wir das vorher los, wird es nicht gekauft. Machen wir das doch mal. Tada! You can sell weapons, ja, und hier, da können wir Sachen verkaufen. Und wir kriegen natürlich weniger wieder als für den Preis, den es gekostet hat. Increasing cannons. Let's increase the number of cannons in one of our batteries. More cannons equal more damage. Was für eine Logik. Mehr Kanonen machen auch mehr Schaden. Click the plus symbol on one of your cannon batteries. Ach so, dann können wir zusätzlich davon mehr kaufen. Das ist natürlich ganz... Wie viel kostet das denn? Das würde mich mal interessieren, das aufzurüsten. If you want a reminder of the weapons on your ship, hover your mouse over an occupied slot and the tooltip will explain what is it. Okay, da können wir uns Sachen anschauen. Now click on the highlighted tab to check out the upgrades and supplies.
Ja, dann können wir uns hier nochmal anschauen, was die genau machen. So, wir sollen aber erstmal hier drauf klicken, auf die Upgrades und Supplies. Upgrades improve your ship. Ja, Upgrades verbessern das Schiff. Was für eine Überraschung. You can buy and sell upgrades in a similar way to weapons by dragging them onto the correct slot. Also das funktioniert hier ähnlich. Wir müssen die Upgrades einfach nur auf den Slot ziehen. Special ship-wide upgrades can be dragged to the correct box on the right of the screen. Okay, und hier gibt es schiffsweite Upgrades. Die können wir dann dahin ziehen. Da können wir, hier unten können wir Supplies kaufen. Wenn wir auf Minus drücken, verkaufen wir Supplies. Und bekommen dafür das Gold. Okay. Haben wir da Ship Sections. Can improve the performance of some sections by upgrading to a higher level. An increased helm will charge your maneuver bar at an increased rate. A higher mast level will make your ship more faster when changing distance. An upgraded sick bay is quicker at healing crew. Ja, hier können wir die einzelnen Schiffsbereiche aufwerten. Da können wir dann neue Schiffe kaufen. Da kommen wir dann zurück zum Hafen. Gut. Dann möchte ich jetzt aber noch hier mal bei Waffen und Reparatur schauen. Im 135 Gold. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kostet das 30 Gold. Okay, was haben wir hier? Grapeshot. Ja, den Rest lasse ich erstmal so. Dann haben wir auf jeden Fall die Kanonen komplett aufgerüstet. Upgrades. Hull-Armor gibt halt mehr Rüstung, Harpunen. Scheinbar auch nicht so schlecht. Das Schiff kann, gegnerische Schiff kann sich da nicht mehr weiter entfernen, bevor die Harpunenseile durchgeschnitten wurden. Hull-Spikes, das ist natürlich, die sind besonders gut, wenn man gegnerische Schiffe rammen will oder sie einrammen wollen. Lifeboat. Ah, damit können sie also vom Schiff fliehen. Das kostet 90 Gold. Ja, aber das lasse ich, glaube ich, erstmal. Ich will mal zurück zum Hafen. Ich glaube, das reicht erstmal. You make your way to the dockside taverns and notice a few cultists. In the midday bustle, it's easy for you to slip by unnoticed. It's harder, however, to resist slipping your dagger onto one of them. Wir haben also ein paar Kultisten gefunden. Und wir greifen sie scheinbar... Nee, wir greifen sie nicht an. Approaching a tavern door, a hand grabs your shoulder. You pivot, primed to fight, only to be faced with your former crew. Captain, these cultists seem to have teared us with your brush. We might all be safer together now. Plus, be a shame if we were left out of the songs about you. They hand you a small heavy pouch to put towards hiring an extra hand. Cool, die geben, unsere alte Kuh ist wieder da, weil die Angst vor den Kultisten haben. Ja, wir treffen uns bei dem Schiff und sie geben uns noch 79 Gold. You can dismiss current crew and hire a new crew in the tavern. Ja, hier können wir halt neue Crew anwerben und Crewmember anwerben und alte rauswerfen. Oben sind die verfügbaren, die wir anwerben können und unten ist jetzt unsere derzeitige Crew. Alles klar. Was haben wir denn hier? Wildfremd, ich bin der Kapitän. Ich bleib natürlich. Man kann auch die Moral durch Kohle erhöhen. Durch Gold, besser gesagt. Du, was hast du denn für Werte? Artus ist aber besser als er hier. Was haben wir hier noch so? Navigator.
Das ist auch nicht besser. Sailor haben wir da noch. Unser Sailor war eher hier. Auch nicht besser. Aber wir können dann ja noch mal hier ihn hier anwerben. Der kann ganz gut kämpfen. Ja, dann machen wir das doch. Und vielleicht na, noch ein Gunner geht leider nicht. Haben wir nicht genug Kohle für. Ja, oder Moment. Wie kann ich dich denn rauswerfen? Hallo? Geht nicht. Scheinbar. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Ich glaube, bei der nächsten Gelegenheit holen wir uns dann noch einen Gunner. Fast Travel gibt's. Wir können wieder in die Taverne. Nee, wir sind hier in der Taverne. So rum. Dann mal zurück zum Hafen. You leave towards the docks, which are swarming with a growing crowd. Dozens of ships flying the cultist insignia and are approaching. The curiosity and tension is palpable. Oh, die Kultisten kommen. Time to leave, genau. Several ships seem to have had a similar idea, attempting to escape the incoming cult vessels. Some slow down and surrender, others speed past the blockade, while some engage in bloody battle. The cultist ship bearing down fast doesn't leave you with much choice. Ja, jetzt müssen wir kämpfen. Aber wir haben immerhin ein Crewmember mehr. Gut, dann gebe ich denen hier schon mal den Befehl, auf das Schiff zu schießen. Geht das bei dir auch schon? Ne, dann steht da Weapon Not Loaded. Das finde ich ja ein bisschen doof irgendwie. Du nimmst doch mal Mortar, wenn du sonst nichts zu tun hast. So. Dann werde ich gleich noch mal kurz pausieren. Jetzt nehme ich... Wir sind eigentlich ganz gut gerüstet für Nahkampf, würde ich fast behaupten. So. Machen wir das mal dahin. Du schießt noch mal auf den Mast. Sieht doch ganz gut aus. So, du schießt noch mal dahin. Du schießt wieder auf den Mast. Ich glaube, wir rammen den jetzt mal. Alifron are aquatic monsters that appear on cult vessels. They can dive into the water, swim at great speed and board you. They are fearsome melee fighters. Be especially wary of Alifron with a red skin. Oh, wir werden jetzt gleich angegriffen. Das heißt, unser Nahkämpfer schicke ich mal auf... Ach verdammt, jetzt habe ich da unten nicht geklickt, verdammt. Los! Schiff sinkt. Wunderbar. Das Monster ist jetzt auch Geschichte. The Fleeing Vessels... Dealt with. Three more cult ships tack towards you. You rapidly raise the sails. Alles klar, gut. Du haltst dich mal eben. Bin mir gerade unschlüssig. Wenn man hier schon aus dem Kampf rausgeht, wird man dann. Werden dann alle schon wieder geheilt? Ist jetzt die Frage. Ich würde mal sagen, geht mal zurück auf eure Position. Du gehst dann hier hin und dann speichern wir das mal. Genau, und dann verlassen wir jetzt den Kampf. Bar highlighted at the bottom of the screen represents how close the cult are to tracking you down. Ach so, das hier zeigt uns also an, wie nah der Kult dabei ist, uns zu erwischen. Once all the bars and the cult symbols are fully lit,
You will be chased by either a cult ship, the Helifron or the Kraken itself. Wenn die Leisten hier alle voll sind, oder wenn die Leiste voll ist, werden wir entweder von einem Kultistenschiff verfolgt, den Helifron oder den Kraken. When dealing with events using the cult symbol, you can decrease the bar by defeating the enemy. However you flee, the cult will be onto you and the bar will increase. Aha, Moment. Events mit Kultsymbolen. Können wir die Leiste mit verringern? Alles klar. Gut. Dann werden wir doch jetzt mal... Moment, wir brauchen hier schon wieder dann 4 Events für das Tor. Hier unten scheint ja was zu sein. Da sind 3, also wir haben theoretisch 2, 4, 5 zur Auswahl und können uns da jetzt welche von aussuchen. Dann schauen wir doch erstmal, was sich hier befindet. A sentry records a warning. You pull out your spyglass and peer in the direction the lookout is pointing in. You see trails in the water, moving at an unnatural speed directly towards the ship. There is no time to do anything other than to prepare for battle with the Helifron that are closing in on you. Oh, wir werden angegriffen. Von ihnen hier. Moment. Ich würde fast sagen, du kannst da mitkämpfen. Oh, musst aber gut einstecken. Verdammt! Das jetzt gar nicht so genau gesehen. Wir müssen ihn, der muss sich mal um ihn kümmern. Gut, ihr lauft doch mal bitte aus der Brühe da raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Los, alle kämpfen. Macht sie platt. Kannst du auch noch mitkämpfen. Oh wow. Jetzt mach schon. Du reanimierst ihn hier oben. Nee. Verdammt. You stand there bent over and catching your breath. You have won, but you can't help but wonder if the next time will be worse. Halt, du sollst ihn wiederbeleben. Ist jetzt einer gestorben? Sieht ja fast so aus. Verdammt. Leave Combat. Ich würde gerne mal einen Blick drauf werfen. Nee, wir haben doch alle. Okay. Bin ich ja beruhigt. Was haben wir hier oben? Da gab's Gold. Ja, die Frage ist jetzt, können wir nochmal in den Hafen fahren? Da war ja das Kultistensymbol mit dem Kraken. Also sieht jetzt nicht so aus, als ob wir das könnten. Nee. Da ist auch kein Kreis mehr. Von daher, hier unten fühlt sich langsam die Leiste. Was haben wir hier oben? Two cult ships are headed towards you from opposite directions. It's a classic pincer movement. The next seconds will decide your fate. Which order will you give? Ja, was machen wir? 2 Kultistenschiffe. Ja, wir greifen mal an. So. Tatsache, es ist einer gestorben. Gut, dann gehst du bitte an die Kanonen. Ausgerechnet unser Gunner ist gestorben. Verdammt. Machen wir das doch mal. So, du kannst schon schießen. Gut, ich möchte mich wieder annähern.
der teilt schon, das Schiff teilt schon ein bisschen aus. So, und du wirst gleich nochmal schießen. Genau. Und du schießt bitte auf die Kanonen. Du schießt dann da drauf. Oh Gott, da kommt ja schon einer. Gut, dann machen wir das mal so. Du kannst ihn erledigen, oder? Glaub schon. Ja, das schaffst du doch wunderbar. Oder? Oh, das kostet aber ganz schön viel Lebensenergie. Du läufst dann bitte mal dahin und heilst dich. So, dich lassen wir noch einmal schießen. Genau, machen wir das so. Und dann läufst du bitte mal dahin. An den Mörser. Du kommst mal dahin. Dann lassen wir den Mörser jetzt erstmal schießen. Und ich würde gerne mal das gegnerische Schiff rammen. Dann kann man die auch gut versenken. So als zum Finishen noch kurz rammen. Wir testen das jetzt gleich mal. There's no time to gather your plunder, for the second ship is up on you. Will you stand and declare for double the riches or flee because your life is a more valuable treasure? Wir werden natürlich kämpfen. Aber erst wirst du dich heilen. Ach komm, nein, du bleibst jetzt da. Der Rest geht wieder auf seine ursprünglichen Positionen zurück. Dann sehen wir das ja gleich, ob der sich geheilt hat oder nicht. Leave combat. The first ship is creaking into oblivion, but there's no time to salvage any spoils. The second ship is bearing down fast. Will you engage them heady with the taste of victory or retreat safe in the knowledge you struck a valiant blow? Ja, wenn wir schon am Kämpfen waren, dann kämpfen wir auch gleich weiter. Wir haben noch eine Menge Luft, was unsere Lebenspunkte angeht. Moment, nein, du sollst dahin. Machen wir das nämlich so. Du schießt dahin. Und du schießt mal wieder auf den Mast. Und ihr ballert einfach so drauf. Haut ganz gut rein. So, nochmal auf den Mast schießen. Ist schon ganz gut angeschlagen. Na, und wir kommen jetzt sogar näher. Nochmal auf den Mast schießen. Oh, da kommt schon wieder einer an. Einmal rammen, bitte. Bam. Und ist fast kaputt. So. Dann schießt du mal bitte dahin. Ah, so. Und das Schiff ist schon gesunken. Läuft auch ganz gut soweit. Wir haben noch gut 80% Lebenspunkte. We'll be singing songs of this day for a while, lads, and there's more than enough salvaged booty, yes, including Grog. Ja, das kennen wir ja schon hier. Ein bisschen Gold, ein bisschen Verpflegung. Und ihr geht mal wieder alle zurück auf eure Positionen. Du kommst aber jetzt mal auf die Position und dann speichere ich das mal an der Stelle.
Das wären dann jetzt schon zwei Events gewesen. Da unten hat sich die Leiste ja, verringert, die Ladung. So, wo war jetzt hier noch was? Hier unten links war, glaube ich, noch was. Da ist noch ein Kultistensymbol. Kommen schon wieder Kultisten an. Wir müssen sie schnell versenken. Alles klar, soweit. Moment, du stehst doch. Ja, du stehst an den Kanonen. Ihr schießt mal da drauf. Du schießt dann auch mal da drauf. Du schießt mal wieder auf den Mast. Die schießen mit Gift, so wie das ausschaut. Ich will denen mal wieder ein bisschen näher kommen. So, und du kämpfst mal gegen ihn hier. Genau. Dann passt das ja schon. Du müsstest ihn auch schaffen. Ja, ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Du wirst dich jetzt mal heilen. Gehst mal auf den Mast und gehst dann mal das hier reparieren. So, du gehst mal wieder an die Kanonen. Du gehst dann mal hier an Mörser. Kann man den nämlich auch mal abfeuern. Ach, not loaded, ja, okay. Na komm schon. So. Und wir rammen mal wieder das gegnerische Schiff. Bam, und wieder versenkt. So muss das laufen. Du wirst jetzt mal hier ein bisschen Wasser abpumpen. Bis sich da mal heilen. Solange der das Wasser abpumpt. Ja, 21 Gold. Dann könnt ihr jetzt auch gleich wieder zurück auf eure Position laufen. Und verlassen wir mal den Kampf. Ein Event fehlt jetzt noch. War hier noch was? Ich glaub, ja, hier unten. Was haben wir denn hier? Irgendwas ist im Wasser. Ja, oder wir können Mortar auf sie feuern. Ja, wir haben ja Mortar. Okay, dann war's das schon. Dann möchte ich jetzt nur noch kurz mal auf die Karte hier schauen. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, dann können wir jetzt zum nächsten Tor fahren. Dann machen wir das doch mal. Und ich glaube, ich werde jetzt so die Texte, die werden sich ja teilweise wiederholen. Ich werde das nochmal buchstabenartig übersetzen, um dass ich dann sage, was dann als nächstes kommt. Aber vorlesen werde ich die, glaube ich, dann nicht mehr. So. Oh, jetzt können wir uns einen Weg aussuchen. Ich würde mal sagen, da steht sogar bei, was die da so haben. Aber ist alles Fragezeichen. Nur da. Ja, dann ist eigentlich egal. Dann würde ich doch mal sagen, hier runter. Ja. Wir sind mal wieder geflüchtet oder wir flüchten jetzt. Haben eine Runde geschlafen. Und das werde ich noch vorlesen. An ancient, unfathomable consciousness bears down on you with terrible weight. 10 tackles rise again, snatching at you, but now you can hold them off.
You sense frustration and a curiosity from the consciousness at your newfound strength. A huge gaping maw emerges from the blackness, ready to envelop you. Auf solche Träume kann ich echt verzichten, dass uns irgendwelche, dass irgendwelche Tentakeln auftauchen und dann so ein riesiges Maul auftaucht und uns bereit ist, uns zu verschlingen. Nee, danke. A beacon appears in the hot, encroaching darkness before sinking beneath you and exploding in absolute illumination. The maw shrinks back with a roar. Immerhin. Ja, wir sitzen aufrecht in unserem Bett. Gut. Nächstes Gebiet. Wir suchen jetzt eine Insel, wie es scheint, wo es Artefakte gibt. Falls es irgendetwas gibt, was uns hilft, den Kraken zu besiegen, dann finden wir es da. Alles klar. Gut, aber auf die Suche begeben wir uns erst im nächsten Video. Ja, wir können dann hier nochmal theoretisch im Journal schauen. Questlog. Gut. Close Journal. Ja, das ist also selbst erklärt. Wie dem auch sei, weiter geht's erst im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.